Krako, wir haben ja mal kurz geredet über Cora. Da habe ich gefragt, ob ich mir das Okay. anschauen soll. Genau, also wie wir ganz kurz auf Discord waren, da habe ich gefragt, wie ihr zur Legende von Cora steht und ob ich mir die Folge anschauen oder die Serie anschauen soll. Was habe ich dir damals empfohlen? Ja, sorry. Oh, echt? Krass, das hätte ich jetzt Ich. nicht gedacht. Warte, du vertauscht mich aber gerade nicht, oder? Es kann natürlich sein, dass es auch andere Zwischenrufe waren. Es waren ja mehrere Leute da. Ach so. Ich kann mich erinnern, die Frage an dich gerichtet. Es kann aber durchaus sein, ich glaube, es waren 5, 6, 7 Leute da. Es kann sein, dass es irgendwie zwischengerufen hat. Weil ich hab mir die erste Folge angeschaut und es hat sich schon falsch angefühlt, wie ich das Intro gesehen habe. Weil das irgendwie so. Ich weiß es nicht, das ist halt, wenn man die Legende von Aang gesehen hat, es sieht immer halt schwer damit, dass er dann einfach in der Hinsicht tot ist. Und dann einfach mal ein neuer Hauptcharakter kommt. Das ist jetzt das Gleiche. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Fluch der Karibik. Johnny Depp würde nicht mehr Jack Sparrow spielen, wegen seinen Eskapaden. Jetzt, da wollen sie aber trotzdem einen sechsten Teil drehen, wo sie einen anderen Hauptcharakter hernehmen. Das ist irgendwie für mich so. Das geht halt. Also, du kannst jetzt schwer. Weiß nicht, für mich, es hat sich falsch angefühlt, wie ich es mir angeschaut habe. War Avatar jetzt zum Beispiel. Ich weiß es nicht. Also, ich fand ja allgemein, also, wenn wir jetzt schon bei Flug der Karibik sind, dass der vorherige Teil, ich glaube, das war der fünfte, ich weiß auch gar nicht mehr, was drin vorkam oder ob das jetzt überhaupt dieser Teil ist, aber ich finde, dass da, wie heißt denn der in dem Film? Ah, Jack Sparrow, allgemein eh so wenig Screentime oder der war ja richtig irrelevant. Also, der Film hätte ruhig ohne den spielen können. Ich fand, der war also richtig irrelevant für den Film, finde ich. Das ist wahr. Der hat ja extreme Eskapaden bei dem Film gehabt. Der ist zu spät aufgestanden, zu spät ans Set gekommen. Die haben so einen Ausguck gebaut, mit dem sie zu dem, ich glaube, was hat er gehabt? Also auf jeden Fall zum Schlafraum von Johnny Depp schauen haben können, damit die sehen, wann er aufsteht, damit sie sich nach ihm richten haben können. Das ist Krass, okay. echt arg. Und der war halt, wie gesagt, also ich glaube, er ist prinzipiell in letzter Zeit sehr fertig mit der Welt, sage ich mal. Okay, krass, das wusste ich nicht. Ja, aber wenn wir dann schon bei Cora sind, ich will zwar keine Eigenwerbung schon wieder machen, aber ich habe dazu mal ein echt passendes Video hochgeladen. Das heißt, darum ist Cora kein Müll. Und da gehe ich eigentlich auch auf das, was du so gerade so gesagt hast. Ja, okay, eine neue Welt und Aang ist tot und es fühlt sich so falsch an. Also da gehe ich eigentlich genau auf diese Argumente ein und da hat auch Kohaku, Numa, Retsu und Sturi mitgesprochen. Also dann hast du da mehrere Meinungen und kannst du vergleichen, okay, vielleicht sollte ich Korra doch mal eine Chance geben, weil viele das irgendwie falsch auffassen, die Serie. Also die haben stur so ihren Blick, okay, Avatar ist, Aang ist der Avatar und es ist der einzige Avatar, den ich mag oder keine Ahnung was, die geben Korra nicht mal eine Chance, obwohl die Serie mit so viel Liebe gemacht wurde. Und wenn man das sich so ein bisschen drauf einlässt, außen auch nur so ein bisschen, dann merkt man, dass Korra eigentlich ein wirkliches Meisterwerk ist und richtig nah an Aang drankommt. Also, wenn ich dir das empfehlen darf, Flozi, dann schau's auf jeden Fall und bilde deine eigene Meinung. Also, wenn ich dir auch was sagen kann, so, jeder weiß ja auch von der Avatar-Szenerie, dass ich ein bisschen mehr Anti-Korra bin. Aber ich kann dir auch auf jeden Fall empfehlen, schau die Legende von Korra, wenn du ein Avatar-Fan bist. Ich bin zwar immer noch der Meinung, dass Korra keine bessere Arbeit als Aang geleistet hat und dass Aang auch der bessere Avatar war und ist. Aber dazu hatten wir ja schon ein paar Videos hochgeladen. Und unter anderem hat Fabi ja darauf auch reagiert. Aber ich kann dir wirklich die Legende von Korra empfehlen. Es ist echt stark vom Animationsteam animiert. Die Charaktere haben auch eine gute Geschichte und die haben auch so alle ihren eigenen Sinn. Aber wie gesagt, ich habe halt nur nicht mal dieses Problem. Ich mag auch Korra, bloß ich beziehe mich halt einfach nur auf ihre Avatar-Kräfte. Okay. Dann schaue ich es mir definitiv an. Ja, mach dir so ein bisschen mal deine eigene Meinung, bevor du da irgendwie auf andere hörst und dir das schlecht reden lässt oder gut reden lässt. Am besten immer die eigene Meinung bilden. Wie ist das eigentlich, das, was du nämlich annehmen kannst? Kann theoretisch, wenn es ein Avatar stirbt, wird der Neue dann erst geboren oder kann es sein, dass der vorher schon da war als kleines Kind? Oder geht das Der wirklich Neue wird dann nur. geboren. Okay, also geht das immer so. Oh, alles klar, okay. Okay. Dann, gut, immer zu Avatar, zur Serie von mir gesehen. Habt ihr noch irgendwas, was ihr mir erzählen wollt? Oder gibt es irgendwelche Comics, die ihr Ja. mir empfehlen könnt zu Avatar? Wir können ja mal Comics. beide unsere Top 3 Comics so vorsagen oder einfach sagen, welchen Comic
welcher ja. Comic gut ist. Wir wollen dich ja hier nicht spoilern. Alles klar. Fabi, fängst du an? Also Top 1 ist auf jeden Fall die Suche, da wo es um die Suche um Sukkos und was du das Mutter geht. Ja. Mhm. Zweiter Platz ist, boah, ich weiß die Namen gerade, Rauch und Schatten war das mit Avatar Young Chen, oder? Nein, das oder war der Spalt. Ja, dann ist Platz 2 der Spalt und der dritte, wie heißen die von Korra? Revierkämpfe. Revierkämpfe, genau, und das ist mein dritter Platz, ja. Einfach diese Romantik dazu, achso, kein Spoiler, nee. Also Platz 1 werde ich auch so bei mir die Suche setzen, Platz 2 dann Rauch und Schatten. Weil wir da wieder ein bisschen mehr über Azula und Zuko erfahren. Mhm. Platz 3 wäre dann tatsächlich irgendwie schon das verlorene Abenteuer. Das finde ich auch einen mega guten Comic. Alles klar, alles klar. Kohaku, hattest du damals, oder Flozia, hattet ihr damals die Avatar-Magazine, die was so immer erschienen sind, so wie eine K-Club oder was gab es denn früher noch so? Also so Magazine halt, wo dann immer so ein Extra dabei war und Poster von Avatar und... Oh ja! Und genau da waren die ganzen Comics von Die Verlorenen Abenteuer drin, Alter. Ich wusste, mir kommen die so bekannt vor und dann habe ich letztens die Magazine, weil ich habe die alle schon abgeheftet in so einer Ansichtsfolie, ne? Bisschen kleiner Freak und Nerd und sowas. Auf jeden Fall, da waren die ganzen Comics von Die Verlorenen Abenteuer drin. Aber das verlorene Abenteuer ist ja auch einfach nur so ein, sag ich mal, Zusammenhang. Also die verschiedenen einzelnen Comics da drunter, also in Die verlorenen Abenteuer ist ja auch der Comic Schwestern, wo es so, ich will jetzt wie gesagt nicht spoilern, aber in Amerika gab es dazu einen eigenen Tag, das heißt The Comic ja, Book Free Comic, Day und sowas. Genau, genau, es gibt es ja in Deutschland auch. Echt? Ja, aber ich weiß gar nicht, wie er heißt da und da gab es das, also ja, ich weiß, was du meinst, das gibt es bei uns auch, ja. Ja, und da wurden halt diese Comics alle zusammengefasst, sage ich jetzt einfach mal so, und das ist halt bei uns das verlorene Abenteuer. Mhm. Ich muss sagen, ich hab die nie gehabt, ich hab gar nicht gewusst, dass es solche Hefte gibt. Ich hab zu der Zeit, ich hab damals nämlich angefangen, ich war ja neben Avatar ziemlicher Star Wars The Clone Wars Freak und hab mir dort immer die neuen Hefte gekauft. Sprich, ich hab nicht einmal mehr Geld gehabt für die. Ja, ich hab gar nicht gewusst, dass das abgegeben hat. Okay, cool. Das ist echt cool. Gut, wollt ihr an sich noch irgendwas zu Avatar sagen? Nö, eigentlich hätte ich nichts so zu sagen. Nö, ich auch nicht, nee. Alles klar, aber dann würde ich gerne das Thema switchen, falls uns noch was einfällt, das ist wurscht, können wir gerne noch drüber reden. Und zwar würde mich einfach interessieren, gibt's irgendwas, was ihr so nebenbei zockt? Also... Ich zock nur PS4, also PC oder sowas, gar nichts. Magst du jetzt wissen, welche Spiele auch noch, oder? Ja, sicher. Wir haben mal so privat oder also was für Spiele? Oh, Fabi. Also zu meinen Lieblingsspielen gehören auf jeden Fall Nier Automata, Bioshock, Kingdom Hearts, Witcher war auch richtig gut. Ja. Und halt allgemein so Serie, Spiele wie One Piece Spiele und ja. Alles und Horizon Zero Dawn war geil, ja. Alles klar. Ja, und ich bin früher halt übelster PlayStation-Spieler gewesen. Ich war auch richtig mit meinem Bruder nach diesen Platin-Trophäen am Jagen, wirklich. Das war eigentlich schon krank gefühlt. Wir haben uns damals Spiele gekauft, wo es halt leicht Platin-Trophäen zu erhalten gab. Und auch so meine Lieblingsspiele sind, also Platz 1 auf jeden Fall Kingdom Hearts. Und Platz 2 würde ich dann so die anderen Shooter setzen, denn ich habe früher gern Shooter und auch Sportspiele gespielt. Mhm. Und heutzutage spiele ich sehr, sehr selten eigentlich. Nur noch ab und zu mit Sturi vielleicht mal nach dem Videoschneiden Rocket League. Vielleicht mal, ne? Nicht jeden Tag. Nee, ich spiele es eigentlich gar nicht mehr jeden Tag, weil Sturi ist auch voll auch im Videoschneiden, ich jetzt auch, ja. Und also durchs ganze Videoschneiden hat sich auf jeden Fall so die Spielmenge, die ich so spiele, und auch das Anime-Watchen so ziemlich verkürzt. Dramatisch verkürzt eigentlich. Aber radikal, ja. Ja. Verstehe. Wie seid ihr überhaupt eigentlich einmal auf die Idee gekommen, zu dem einen YouTube-Kanal zu gründen oder zu machen? Oder habt ihr vorher irgendeinen anderen Themenbereich gehabt oder war das immer schon Anime bzw. Avatar?
Also Quarku, ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn wir sagen, wir haben schon, glaube ich, mit, als wir 10 oder 12 Jahren, Jahre alt waren, einen YouTube-Kanal gehabt, oder? Ja. Ja, das ist dann halt so gut ankommen, auf jeden Fall. Dann gab's mal die Handyvideos. Dann gab es mal eine lange YouTube-Pause und dann, ich habe über den Sommer so viele Überstunden aufgebaut, also auf meiner Arbeit, und dann hatte ich Zwangsurlaub 4 Wochen, meine ganzen Freunde waren arbeiten und ich hatte halt nichts mehr zu tun, ich wusste, was ich anfangen soll. Dann kannte ich halt noch One Yuki von YouTube und dann bin ich langsam auf Heiji gestoßen und die haben halt immer so Themen behandelt. Es war zwar Avatar, aber ich wollte mehr wissen. Also ich wollte mehr über die Luftnomaden und mehr Theorien wissen und dann bin ich halt mal auf die Idee gekommen, ja okay, dann nehme ich halt jetzt auch mal ein Video auf und so hat sich das dann alles aufgebaut, ja. Also bei mir fing das so an, ich wollte so Videos zu Anime und Cartoon machen und irgendwann habe ich mal nach Fakten zu... Also als mein erstes Video rauskam, das war ja Naruto-Video, Jiraiya war ja depressiv. Und ich dachte mir, jo, okay, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich mache auf jeden Fall noch mehr Anime und auch ein bisschen mehr Cartoon, ne? Ich wollte auch unbedingt zu Avatar, das war auch schon so von vornherein geplant, mal ein Avatar-Video machen. Und irgendwann habe ich mal auf YouTube gesucht, jo, Fakten zu Aang und Katara und zu Zuko und Toph und sowas. Und ich habe nicht so wirkliche Faktenvideos gefunden, abgesehen so auf Englisch bisschen. Und ich dachte mir, ja, okay, warum macht das denn eigentlich keiner? Und dann habe ich mich mal auf die Suche begeben und habe dann mein eigenes Faktenvideo gemacht. Und so kam ich dann halt zu YouTube und zu Avatar. Alles klar, cool, cool. Gibt es irgendwelche YouTuber, die ihr sonst nur schaut? Ja, also die ganze Avatar-Szene, also von jedem meiner Kollegen, nenne ich es jetzt einfach mal, schaue ich immer die neuesten Videos, denn ich interessiere mich ja selbst für Avatar. Ja. Abgesehen davon, wenn sie auf einmal 50 Minuten lang sind, wie manchmal gern bei Hardos gefühlt, dann schaue ich mir halt immer nur so ein Teil an oder ich unterteile es so in Häppchen, sage ich jetzt mal. Das heißt, heute mal irgendwie 4 Minuten schauen und dann morgen wieder, wenn ich Zeit und Lust habe. Und ja. Also ich schaue eher eigentlich von den ganzen Avatar-YouTubern ausschließlich Hardos, ab und zu mal Kohaku und Heiji, einfach nur aus dem Grund, dass... Sollte es mal irgendwie Parallelen zwischen unseren Videos geben, dass es dann heißt, ja, okay, ich habe geklaut oder sowas. Schon allein aus dem Grund, aber ansonsten schaue ich mir die eigentlich auch gerne an. Aber hauptsächlich Hardos, weil der halt auch allgemein Cartoon und andere Videos macht. Und ansonsten halt noch so ein paar Anime-YouTuber und einfach so Standard, sowas wie Malwanne oder was gibt's dann noch alles? Keine Ahnung. Also Rustage. Ja, und über wen haben wir? Ah, über Bibi haben wir letztens diskutiert, ja. Oh, ja, also oh, die schaue ich zum Beispiel auch, ja. Ich schaue sie Stille. Nicht. Ich ja, sie hat ja, sie hat jetzt Werbung für, wie heißt das Game? Coin Master. Sorry, ich bin da echt nicht im Bibi-Thema drin. Das Video habe ich sogar nicht geschaut, nee. Ich habe nur die Videos dazu gesehen, wie sich halt wieder Leute über sie beschwert haben. Aber weißt du was, Bibi hat es richtig gemacht. der kann man unterstellen, was man will, aber sie hat es halt echt geschafft. Sie hat es richtig das gemacht von allen hier, ja. Das also dumm ist sie nicht. Das ist war auch mit dem Song, den sie gemacht hat. Der war eigentlich, also für mich gesprochen, der Song war ziemlich scheiße. Aber allein mit der Werbung, die sie im Vorhinein dazu schon gemacht hat und die ganzen Vorbestellungen und die Aufrufe, das ist ja, ja. Im Endeffekt, das ist ja wurscht, ob sie dann was nämlich für Dislikes kriegt, aber sie hat die Klicks. Und dann noch wird sie bezahlt, mehr oder weniger. Also von dem her. Ja, die Frage ist dann jetzt, ob sie das wirklich halt nur komplett für die Klicks gemacht hat oder weil es ihr auch Spaß gemacht hat. Ich bin mir sogar sicher, bei den YouTubern, die auch viele Abonnenten haben, die machen auch noch viele Themen einfach so, weil sie Bock drauf haben. Ich meine, damit hat ja auch jeder angefangen mit der Zahl 0. Und es ist ja auch später verständlich, wenn man auch YouTube so als Beruf machen will. Klar. Aber dann ist es halt auch noch so die Frage, jo, hast du auch wirklich Bock auf das Video, nur weil du jetzt irgendwie damit Geld verdienst oder einfach weil du auch wirklich noch Spaß daran hast? Also ich glaube, Bibi hat es wirklich gemacht, was sie Bock drauf hatte. Also ja, das kam mir aber auch beim Song so vor, weil sie kam auch authentisch rüber im Song. Sogar ja. Wenn ich den Song jetzt nicht mochte und sie als Person eigentlich auch nicht so mag, habe ich so bei ihr erkannt, jo, okay, sie hat das gemacht, weil sie Lust drauf hatte und nicht, weil sie dachte, jo, okay, jetzt mal Geld getten oder so. Das ist wahr. Ich glaube, du kommst auf YouTube generell nicht wirklich weit, wenn du nur auf Zwang was machst und mit dem Hintergrundgedanken, ich will nur Money, sondern du musst wirklich was machen, was dir Spaß macht und wo die Zuschauer auch merken, okay, der interessiert sich dafür. Eben, Alter. Ja, genau. Und ich finde auch, dass ich will jetzt keinen wie Baby-Nater, weil ich will keiner sein, aber ich finde halt bei ihr, sie ist mir einfach sympathisch und deswegen schaue ich sie gerne. Wenn ich mir jetzt einen YouTuber anschaue, der mir unsympathisch ist, das macht keinen Spaß, das mache ich nicht. Aber sie
Also ich muss dazu sagen, ich schaue es ja auch nur, wenn mir jetzt gerade langweilig ist oder ich nichts zu tun habe oder esse und nebenbei was schaue, dann schaue ich es halt. Aber ich schaue es mir halt gerne, weil es halt, weiß ich nicht, die verbreitet halt irgendwie gute Laune mit ihrer Dummheit oder sowas. Ich weiß es nicht. Also nicht, dass ich es irgendwie beschützen will oder der größte Fan bin, aber... Ja. Nee, aber warum nicht? Ich meine, jeder hat doch das Recht, das zu schauen, was er möchte auf YouTube. Sag ich mal so. Das ist ja ganz egal, wen oder was. Nein, es ist ja... Also ich gebe euch vollkommen recht, was das betrifft. Also das hat sie sicher auch als aus Freude an der Sache gemacht. Was war das? Dann frage jetzt einfach einmal, was haltet ihr generell von so Spielen wie Minecraft? Nie gespielt. Nie gespielt? Oh Gott. Nie. Also, dieser Moment in der Community zu sein und Screenshots mit einem YouTuber zu machen, das war das Leben. Alter, okay. Also damals zumindest, wo man noch keine Probleme hatte. Oh, Fabi, du hast noch nie Minecraft gespielt. Also ich habe es mir zwar mal installiert, aber mein Laptop, beziehungsweise mein ganz, ganz früherer Laptop, der war damit komplett überfordert, habe ich es dann einfach gelassen, ja. Hat mich aber auch wirklich nie interessiert, ne. Autsch, das tut weh. Ja. Aber, na, es ist... Ich persönlich bin eigentlich ein großer Minecraft-Fan. Das ist mir schon ziemlich... Also, was heißt Fan? Aber ich habe aber ein paar Bekannte jetzt im Sinne von über YouTube, die halt hauptsächlich Minecraft, beziehungsweise das einzige, was ich zum Beispiel jetzt da bei Minecraft mache, ich baue hauptsächlich Mittelalter beziehungsweise Barock, also ich bin da eher historisch angehaucht und ich bin auch kein Survival-Spieler oder so irgendwie, ich spiele hauptsächlich wirklich kreativ, ich baue halt da mein Schloss, da eine Kirche, da ein kleines Dorf. Da mein Lufttempel. Genau. Also ich habe echt schon überlegt, ob ich nicht irgendein Gebäude aus Avatar noch baue. Ein Lufttempel definitiv. Das wär echt interessant. Ja, eigentlich schon. Aber ich bin mir 100% sicher, sowas gibt's auf YouTube schon. Das yep. Gibt's 100%. Ja, das habe ich mir sogar schon angeschaut, ja. Aber es wäre eigentlich auch mal eine gute Idee. Mal warum nicht? Ich habe gesehen, das habe ich gerade vorher, gegoogelt, es gibt sogar einen Avatar-Mod für Minecraft, wo man anscheinend bändigen kann oder so irgendwie, keine Ahnung, wie das genau funktionieren soll. Aber sowas gibt es mittlerweile auch schon. Immer warum nicht? Ja. Okay, und jetzt kommen wir zur Frage, was haltet ihr von Fortnite? Oh Mann, oh komm schon. Ich hasse das Spiel. Ich hab mich da komplett raus. Also zu den Leuten, boah nee. Ich schließe mich dir an, Kohaku, ich finde das Spiel auch nicht wirklich geil. Ich spiele es zwar doch hier und da mal auf der Playstation, aber ich persönlich finde es nicht cool. Oh Gott. Das Lied von Nura dazu ist gut, ja, aber der Rest, alles drumherum, ne. Und so zu den ganzen Spielen, Apex ist jetzt da auch gekommen, ist ja ziemlich gleich wie Fortnite, nur eben andere Grafik und kein Bauen. Und kein Comic-Style. Das ist wahr, ja, der ist ein bisschen störend. Was haltet ihr zum Beispiel von Apex? Apex spiele ich tatsächlich mit Alina oft. Oder manchmal. Weil in der letzten Zeit habe ich, glaube die letzten zwei Wochen habe ich es gar nicht mehr gespielt. Mhm. Fabi? Ich kenne das nicht mal. Oh, au, okay. Titanfall 2, sagt er das was? Der sagt mir was, ja, aber nie okay. Gezockt. Nee. Okay, das ist nämlich, also Apex Legends ist das Nachfolgespiel zu. Oder, ja. Von der gleichen Firma, sprich es sind die gleichen Waffen und das Ganze. Aber dadurch, dass du es nicht kennst, ist es egal. Ja, aber Apex finde ich echt cool. Also das spiele ich sehr, sehr gerne. Und GTA? Spielst du das oder habt ihr das gespielt? Boah, ja. Ich hab's ja, gesuchtet, die ersten 6 Monate. Also ich habe es früher immer auf der PSP gespielt, aber ich bin eigentlich null Fan von solchen Hype-Spielen. Also weder FIFA noch GTA noch, ja wie gesagt, Fortnite oder sowas, bin ich null Fan davon. FIFA habe ich auch nie gespielt. Fußball oder was wird da noch so gehypt? Kingdom Hearts war gehypt, Teil 3.
Aber ich meine eher sowas wie COD oder Battlefield oder sowas. Also, nee, das ist überhaupt nichts für mich. Viel zu viel Hype um gar nichts einfach. Ich glaube, damit war mir jetzt unbeliebt, aber ja. Aber das Ja, stimmt aber eigentlich, ich ja. bin mir da schon. Also die ganzen Hype-Spiele in Japan war ja Kingdom Hearts des Übelsten ja auch gehypt, ne? Boah, Teil 3 war der übelste Rotz. Ja gut, aber weißt du was, dazu muss man sagen, dass Kingdom Hearts echt krass gute Teile hatte. Also da Ja. lohnt sich der Hype. Aber wenn ich Jahr für Jahr dasselbe Spiel bekomme mit FIFA, COD oder sonst irgendwas und das in den Himmel hype für nichts, das verstehe ich nicht. Und da gehen halt dann so Spiele wie zum Beispiel, was eher unbekannt ist, sowas wie Nier Automata oder sowas, einfach richtig unter, was einfach schade bei solchen guten Spielen ist. Ja. Und TTT, sagt das irgendwem von euch was? No. Nee. Nee. Trouble in Terrorist Town. No. Nein. Fabi, oh Gott. Nee, TTT, schau. Das musst du mal anschauen. Das empfehle ich dir. Schau dir mein Let's Play dazu an. Am besten vor Pete's Meat. Na, das. Ja, gibt's sonst irgendwelche Spiele, die ihr interessant findet oder die ihr neu erwähnen möchtet, die ziemlich kacke sind oder. Nee, eigentlich nicht so. Na, ich habe mich schon ausgekotzt. Apropos Fußball, hat irgendwer für euch mal Fußball gespielt oder so irgendwas? Ja. Nicht, nicht, nee. In der Verbandsliga. Sonst irgendeine Sportart gemacht? Irgendwie, was ein Tennis gespielt oder. Nee. Ping-Pong? Ping-Pong. Nee, 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 nee. Also ich hatte früher immer richtig gern Kendo gelernt, also diese japanische Bambusschwert-Dingsbums. Aber ja. Das gab's bei uns. Schwertkampf wäre aber echt cool eigentlich, so allgemein jetzt da. Hatte ich auch mal richtig Lust drauf, ja. Und wie steht ihr eigentlich prinzipiell zu dem Thema Gamescom? Würdet ihr jetzt, ihr seid ja ziemlich große YouTuber, würdet ihr theoretisch da hingehen, wenn eure Zuschauer fragen würden, also mehrere Zuschauer fragen würden, hey, seid ihr da, kann man euch treffen? Also, ich habe ja schon ein paar Fragen über Instagram bekommen, ob ich auch zur Gamescom gehe. Alina hat mich ja auch gefragt, ob ich da hingehen würde, vielleicht mal so treffen und sowas. Denn sie ist da ja auch mit Rustage. Aber ich gehe dieses Jahr nun doch nicht, es war vorerst geplant. Aber ich hätte da jetzt eher so weniger Lust. Jetzt so. Also, denn ich mache gerade, oder ich habe ja meinen Motorradführerschein und das macht mir gerade viel mehr Spaß, immer da rumzufahren. Und Steine gings Visier zu bekommen bei 100 km/h auf dem alten Weg. Ist doch lustig. Gibt nichts Schöneres. Und wie sie heute zerbrochen, direkt neu kaufen. Haha, herrlich. Und habt ihr eigentlich jetzt da, das ist ein eher aktuelleres Thema, habt ihr das Video von Rezo gesehen? Jo. Yep. Und wie ist eure Meinung dazu? Gut. Krass, ja. Okay, also ihr steht dahinter, also ihr steht, also ihr findet es richtig, wie er es gemacht hat, was er macht und so. Ja. Ich finde krass, wie er seine Meinung vertritt, ja. Das ist Und dann auch noch Wahnsinn. so viel andere YouTuber gefunden hat oder halt andere, ich glaube, ein Rapper war auch dabei, Seed oder Green oder wie der heißt. Finde ich echt cool, wie der, ja, finde ich echt richtig cool. Das ist wahr. Ich bin ja auf Twitter ziemlich aktiv und schaue, was da so passiert. Und er wird ja zur Zeit, oder in der Vergangenheit ziemlich unter Anführungszeichen was heißt geroastet, aber die CDU-Politiker regen sich das sehr gerne auf. Ich glaube, da von der FAZ hat sie da auch schon wer aufgeregt, beziehungsweise irgendwas hat er geteilt, dass er Werbung für irgendwelche Konzerne macht und bezahlt wird von den Grünen und weiß ich nicht was. Das Also ist, die glaube ich, CDU, weniger. ich glaube auch nicht, also es ist so ein. Also ich finde es cool, dass er das Video gemacht hat. Außerdem hat er blaue Haare und keine Ahnung. Ah ja, boah, das war. Ich verstehe nicht, warum das wichtigste Argument in der Diskussion sein muss. Der hat blaue Haare, dem können wir nicht trauen. Oh Mann, die Menschheit einfach. Das war einfach Das echt Schlimme ist, unnötig. dass es die Führungskraft in Deutschland, die so eine Aussage getätigt hat. Oh, Und daran ja. sieht man einfach, wie verloren Politiker in einer starken Kritik und in einer richtigen Kritik sind.
deswegen sind wir ja alle der Meinung, wir müssen die Regeln der analogen Welt in die digitale Welt umformen, weil das ist natürlich sehr wichtig und es sind nicht bisher schon immer die gleichen Regeln gewesen. Das ist eine Lüge von der Mainstream-Presse, natürlich. Naja, wir brauchen also, einen König. Rufen wir das Kaisertum Deutschland und Österreich aus. Ja, bin ich dafür. Ja. Was haltet ihr eigentlich von den YouTube-Trends, weil du gerade auf YouTube herumsurf? Wir sind jetzt immer gar nicht. Ich schau mal. Das ist ziemlich traurig eigentlich. Was das so trendet. Wo sind denn die Trends? Das sind sie ja. So Prank Bros und die ganzen Kandidaten. Okay, PewDiePie haben wir in den Trends. Okay, und es ist sehr, sehr, sehr viel Fortnite in den Trends. Okay, nur Fortnite. Was zur Hölle? Ja, okay, hier ist, ich sehe einmal Shirin David, damit bin ich mir nicht zufrieden. Alter. Es sollten viel mehr News-YouTuber in die Trends. Ja, ja. Am besten auch die Leute, die über Kinderserien talken. Okay, also ich bin echt gerade enttäuscht von den Trends, ja, okay. Ja, verstehe, das ist echt. Außer Shirin David, das passt aber der Rest. Habt ihr Endgame geschaut? Nee. Ja, und ich bin absolut enttäuscht. Ich habe dazu auch ein Video hochgeladen, aber das musste ich wieder runternehmen wegen Derbus und wegen Hate. Oh. Ja. Warum bist du enttäuscht? Ah, weil es einfach so. Da wird man jahrelang auf diesen einen Film wie heißt denn das? Gehypt, keine Ahnung. Und dann bekommt man den Film, wo Thor einfach nur dick und faul und dumm ist und ein Hulk, der auf lustig macht und ich glaube, der hat gedabbt und Thor hat Fortnite, glaube ich, gezockt. Genau. Boah, einfach nur. Und diese Länge von den Filmen, der war so lang gezogen und oh mein Gott, also ich dachte mir echt die ganze Zeit im Film, wann ist es endlich vorbei? Vor allem, wenn man vergleicht, wie gut Civil War oder wie gut allgemein die Captain America Teile oder Iron Man Teile oder allgemein alles von Marvel war und ist. Und dann kommt Avengers Endgame, wo man jahrelang, wie gesagt, darauf hingepriesen wird und dann, also pure Enttäuschung, ja. Alles klar. Und was haltest du zu der Wendung, dass Iron Man gestorben ist? Oder Black Widow? Also ich hoffe, das wissen deine Zuschauer, ne? Also da ich es schon verdrängt habe und du mich gerade erst wieder daran erinnert hast, fällt mir ein, dass ich es einfach nur schade fand, dass Iron Man so im Vordergrund stand und Black Widow einfach auf sie geschissen wurde. Also am Ende wurde sie ja überhaupt nicht mehr erwähnt. Das stimmt eigentlich. Und was ich auch noch schade fand, war Vision. Also, wie hieß jetzt sie nochmal? Die Scarlet Witch. Die Wanda, genau. Die war immer einer meiner Lieblingscharaktere und Alter, das hat die einfach nicht verdient, dass der dann einfach so, ja okay, Vision ist halt tot, ne? Bleibt halt so. Fand ich echt schade einfach. Was sie kriegen, nur das hat Marvel bereits veröffentlicht, sie und Vision bekommen eine gemeinsame Serie. Hawkeye kriegt ja auch eine Serie. Black Widow kriegt einen Film. Und ja, man muss sagen, schon, ich find's schade, dass Tony Stark gestorben ist. Ich find's schade. Black Widow hat mich echt geschockt, weil das habe ich vorher nicht gewusst. Ja, eben. Und Iron Man wurde dann dir wahrscheinlich auch gespoilert, oder? Genau, das war schon in den Fan-Theorien, bevor der Film rausgekommen ist. Da haben wir schon gesagt, okay, er wird vermutlich sterben. Aber Black Widow, das war echt, also das hat mich sehr geschockt, wie. Eben, weil den Tod wusste ich auch nicht und mich hat's geschockt und am Ende wurde es einfach so hingenommen und es wurde gar nicht mehr drauf eingegangen oder so. Man sah zwar noch am Ende Hawkeye und Wanda, aber das war's dann auch und deswegen finde ich es einfach nur schade, dass die so als unnötig oder so dahingestellt wurde. Das ist schon schade gewesen. Ja. Und, also ich bin ja echt gespannt, ich meine, weiß nicht, schaust du Far From Home an? Spider-Man? Ja. Ja. Also, da mochte ich, also Tom Holland mag ich wirklich, also den gebe ich mir. Das ist echt ein Schauspieler, ja. Ich habe nämlich auch, also das sind halt dann wieder die ganzen Fantheorien. Man vermutet, oder manche glauben, dass Iron Man, also Tony Stark vielleicht in Form von, so in die Richtung wie Jarvis, wieder zurückkommt und, mehr oder weniger einfach Unterstützung und Mentor für Tom Holland sein wird. Oh nee, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil die Theorie habe ich auch schon mal gehört, aber
weil Robert Downey Jr. hat auch schon gesagt, er wäre gerne auch in Zukunft ein Teil des MCU. Und ja, also es wäre durchaus möglich. Also ich finde, Spider-Man sollte Spider-Man bleiben und nicht irgendwie... Das fand ich ja im letzten oder ersten Spider-Man so schade, wo hauptsächlich auch Tony Stark vorkam, anstatt einfach nur Tom Holland. Mhm. Also da hat er auch richtig viel Screentime gehabt, Iron Man. Und ich finde, Spider-Man sollte Spider-Man bleiben. Ja. Ich habe auch gelesen heute, gestern, dass es anscheinend auch einen Nachfolger für Black Widow geben sollte. Ich weiß nicht mehr genau, was für Schauspielerin das war. Aber die soll anscheinend in die Rolle, also in die Fußstapfen von Black Widow steigen und den Avengers weiterhelfen. Und der Schauspieler von John Wick ist jetzt auch, also der ist auch bestätigt, der kommt jetzt dann auch wieder der kommt dann auch im MCU vor. Aber keine Ahnung, was wäre. Ah, stimmt, ja. Da bin ich auch echt gespannt, was sie da einfallen lassen. Und Robert Downey Jr. hat auch noch gesagt, er hätte gerne einen Film zu, wie heißt Pepper Potts in ihrem Anzug, da Iron Heart? Heard? Irgendwie so. Okay. Da hätte er gerne einen Film, also er hätte gerne einen Film dazu, weil sie hat ja jetzt einen Iron Man Anzug gekriegt in Blau. Da bin ich auch gespannt, ob da irgendwas kommt oder vielleicht mit ihrer Tochter, dass die dann irgendwann in ferner Zukunft einen Film kriegt und in seine Fußstapfen tritt oder so irgendwas. Da gibt's ja irgendwie eine Comicreihe, in der es genau mit den Kindern weitergeht. Also ich habe jetzt keine Ahnung mehr von den ganzen Kindern. Ich habe Avengers Endgame komplett verdrängt und so. Aber dass das so weitergehen soll, halt mit den ganzen Kindern, also von Ant-Man, Iron Man, wir hatten noch Hawkeye, hat glaube ich ein Kind gehabt, jetzt wo. Wie fandest du den Einsatz von Captain Marvel in Endgame? Also für das, dass sie uns auch so angepriesen wurde als Göttin, keine Ahnung, einfach nur, die hatte ja keine Screentime, die hatte ja gar nichts. Das ist was, wie sie am Anfang kurz vorkommen, als sie Thanos umgebracht haben. Okay, Spoiler. Und als am Schluss, sie hat innerhalb von 10 Sekunden das komplette Raumschiff zerstört gehabt. Das war es eigentlich dann schon wieder. Und auch diese Aussage, wo warst du die Jahre davor? Das Universum hätte auch solche Helden wie euch gebraucht. Wo wart ihr die Jahre davor? Ich finde sowas echt dumm einfach. Nee. Es ist eigentlich, ich sage mal, am Ausmaß der Probleme mit Thanos wäre das vielleicht sogar eines der wichtigeren Probleme gewesen. Mm. Wenn man den von Anfang an schon bekämpft hätte. Ja. Na, allgemein, also ich glaube, dieses Jahr ist so ein schlechtes Jahr, was Spiele und Serien angeht. Also Game of Thrones hat ja geendet, Avengers hat geendet. Game of Thrones, da waren ja ziemlich viele Leute, da waren ja ziemlich viele Leute sehr enttäuscht. Die komplette letzte Staffel war einfach nur unlogisch, schlecht. Da gab's Fehler. Das haben die sich nicht erlauben können. Die haben jetzt 2 Jahre dafür Zeit gehabt und ja. Also Schauspielerleistung und CGI und die ganzen Effekte bombastisch, also Meisterwerk und Meisterleistung, aber das Drehbuch einfach, die Dialoge und das ist mal den von Game of Thrones gewöhnt. Hast du Game of Thrones geschaut? Die letzte Staffel ja, davor noch gar nichts. Das muss ich jetzt noch holen. Wie? Du hast nur die letzte Staffel geschaut? Ja, mein Mitbewohner schaut das. Oder hat das geschaut. Der hat immer jeden Montag ist ein Freund für ihn gekommen und dann haben die geschaut und ich habe mit ihm dazu gesessen und habe mitgeschaut. Ist vielleicht nicht so schlau, wenn man drin anfängt. Aber die letzte Staffel habe ich mitbekommen. Ein Glückwunsch zur schlechtesten Staffel, ja. Ja, also das, da haben auch sie waren da auch sehr mitgenommen, sag ich mal. Das war lustig eigentlich zum Mitanschauen, wie fertig das war. Wann. Ja, das war wirklich lustig, ja. Ja, da war das ja gehässig vielleicht. Und allgemein, wie steht es eigentlich zu Star Wars? Habt ihr das einmal geschaut oder eher nie so oder... Damit hatte ich nie was zu tun. Ich kenne nur die Namen Amidala und ihre Tochter Lea und also bei Rouge One, keine Ahnung, wie man es ausspricht, da war ich mal im Kino und ich fand den Teil echt krass, aber ich weiß nicht, mir fehlt irgendwie die Zeit und Lust, das alles nachzuholen. Also ich glaube, es ist ganz gut und so, aber du hast definitiv auch, ich glaube, also zumindest so, was ich von
Kollegen und so gehört habe. Den schlechtesten, besten, oder? Den besten. Ah, okay. Den schlechtesten ist, was war der schlechteste? Film Nummer 1. Solo. Star Wars Story habe ich gehört. Also Solo ist laut meinen Kollegen zumindest ziemlich schlecht gewesen. Ah, oh, okay. Also oh, das stimmt. Gesagt, damit habe ich nie was zu tun. Ich glaube, jetzt kannst du dich mal mit Quark unterhalten. Ja, ich habe ein bisschen mehr Star Wars geschaut. Also alle Teile und auch Star Wars. The Clone Wars habe ich auch früher mal auf Super RTL Samstag 2015 geschaut. Mhm. Auch komplett, dann später auf Netflix nochmal rewatched. Mhm. Und wie gesagt, also habe ich echt alles geschaut und auch alle Spiele gespielt. Alles klar, und bist du jetzt, oder ich weiß nicht, ob du das warst, aber wärst du gehypt? Es kommt jetzt die Staffel 7 von Star Wars The Clone Wars kommt ja nächstes Jahr auf Disney Plus. Jo. Bist du drauf gehypt? Ich bin drauf gehypt, ja. Cool. Aber ich werde mir die, glaube ich, erst auf Netflix anschauen, sobald die dort rauskommt. Ist auf jeden Fall, also, das ist wahr. Ja, ich bin nämlich auch ziemlich gespannt, weil der Animationsstil ist ja ziemlich gleich wieder. Ich weiß nicht, wie du zu Star Wars Rebels stehst, da war ja nie so ein Fan davon. Das habe ich nicht gemacht, tatsächlich. Ja, ich war nicht wirklich, mir hat einmal der Animationsstil nicht gefallen. Und ich war nie so ein Fan vom Ezra Bridger. Ja. Das war irgendwie nicht so cool gestaltet. Wobei man sagen muss, so Szenen wie zum Beispiel die Fighting-Szene zwischen Darth Vader und Ahsoka oder wie Obi-Wan nochmal auf Darth Maul gestoßen ist, das waren halt schon, waren coole Szenen. Aber ich glaube, in der alten Animationsgrafik hätte es mir fast besser gefallen. Wenn sie den Stil gleich lassen hätten wie bei The Clone Wars. Ja, aber der Stil von The Clone Wars ist auch irgendwie so einzigartig und den feiere ich auch viel mehr. Das ist wahr. Als zum Beispiel bei Rebels. Rebels habe ich mir ja nicht mal komplett angeschaut. Ich habe so direkt, yo, okay, das ist irgendwie kompletter Mist. Das ist wahr. Ich weiß nicht, die Charaktere habe ich nicht so geil gefunden, die vorkommen sind. Und der Animationsstil war, wie gesagt, gar nicht grandios. Ja. Was mir an Star Wars extrem verwirrt und irgendwann werde ich mich hinsetzen und ich werde das ordnen. Die ganzen Staffeln, die kommen sind, also die sind ja mehr oder weniger wirrwarr durchgemischt. Also die sind ja nicht wirklich so in der Reihenfolge, wie jetzt zum Beispiel bei Avatar mit den ganzen Büchern, dass es wirklich so chronologisch geordnet ist, sondern es kann ja passieren, dass im Staffel 3 was kommt, was eigentlich vor Staffel 2 spielt. Ja. Und da muss ich definitiv mal schauen, ich würde das nämlich echt gerne mal so geordnet schauen, also so durchgehend, damit es dann mehr Sinn ergibt oder vielleicht schließen sie dann irgendwelche Lücken, die geblieben sind oder so. Also da muss ich definitiv auch nochmal nachschauen, das würde mich auch nochmal interessieren. Naja, interessant. Das heißt, wir sind im Endeffekt jetzt eh schon bei einer Stunde und einer Minute. Ich glaube, das ist ziemlich genug für den Podcast. Dann, Hey, du. Alles gut. Alles klar. Würde ich mich an sich einmal bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dabei zu sein. Und dann würde ich an euch Zuschauer, oder Zuhörer in der Hinsicht, ich würde euch empfehlen, definitiv bei beiden Kanälen vorbeizuschauen. Ich werde natürlich alle Kanäle in der Videobeschreibung verlinken. Schaut auf jeden Fall da vorbei, wenn ihr diese YouTuber nicht bereits schon kennt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Wie gesagt, bei euch bedanke ich mich nochmal, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.